unser siebtes Rennen, der Preis von Les Andelys. Auftaktsprüfung zur heutigen V6-Wette. Die 8 Teilnehmer auf der Parade. Die 1, Yanni van Tim, Mariska mit Zina Baruffolo. Die 8 folgt, Ikaros Love und Yannick Mollemer. Dann die 7, Nixel Perron mit Silvia Raspe. Weiter geht's mit der 6, mit Walk of Fame Diamant, Thomas. Mit 8 Teilnehmern in diesem Amateurfahren. Yanni van Tim, die 1, Mariska Mittelwert, Will Möfnig Schwammer mit der 2, Messi Hasela, Sina Baruffolo, die 3, Keep Flying, Juppie Pandoro wird zeigen, die 4, Great Hall, Joachim Heil, die 5, Walk of Fame, Diamant, Thomas Maaßen mit der 6, Nixel Perron, Silvia Raspe, die Startnummer 7, und die Karuslav, Yannick Mollemer. Der Favorit des Rennens, Hans Ausschlag, Flügel mit der 8. Stelle, dann Keep Flying, Icarus Love. Außen dann auch Villeneuve in zweiter Spur zu sehen und am Ende des Rennens derzeit Yanni van Tim gemeinsam mit Flatrate Hall. 1:18:3 die erste Zwischenzeit, Walk of Fame Diamant. Außen geht jetzt Nixel Perron vorbei und übernimmt die Führung in Höhe der Leinwand. Nixel Perron jetzt an der Spitze vor Walk of Fame Diamant, dahinter dann Messi Hasela und Klein. Dann innen Yanni van Tim und Fehler jetzt von Villeneuve im Bogen und Flatrate Hall, wollte ich sagen, die jetzt am Ende des Feldes ist. Villeneuve nach der Galoppade nicht mehr auszuparieren gewesen ist. Yanni van Tim ganz an der Außenseite, Ziel gerade jetzt erreicht, Nixel Perron knapp vorn gegenüber Ikaros Love, dann kommt jetzt auch Messi Hasela von der Innenkante hinter dem springenden Walk of Fame Diamant weg, versucht sich einzuschalten, aber vorne Nixel Perron, in der Mitte der Bahn kommt jetzt Messi Hasela auf Touren, wirkt noch schnell, Nixel Perron, Messi Hasela, Nixel Perron innen, Messi Hasela außen ist zur Stelle und gewinnt hier, Messi Hasela der Sieger. Nixel Perron, dahinter Keep Flying auf den dritten Platz. Ikaros Love wird Vierter. Hasela konnte man nicht unbedingt zwangsläufig kommen, um es mal so auszudrücken. Der Ballaff gewinnt hier in der Hand von Sina Baruffolo den Preis von Les Andelys. Trainer ist Klaus Horn und der Ballaff steht im gemeinsamen Besitz von Christiane und Jürgen Lurk. Wir gratulieren. So, ich laufe mal hinter der Sina hinterher, weil Messi nicht so gut steht. Der Sina, wenn man so als Außenseiter ins Rennen geht, kann man das ja eigentlich ganz entspannt angehen, braucht sich nicht viel Kopf machen, fährt so mit und auf einmal im Einlauf hat man noch richtig was in der Hand.
Ja, also ich war selber sehr überrascht. Also bei den Gegnern heute, also Messi ist jetzt kein schlechtes Pferd, aber da waren ja schon sehr gute Pferde drin. Ja, im Einlauf habe ich gedacht, was jetzt los? Aber Messi, ich mache weiter. Messi, mach immer weiter bei der Siegerehrung. Ich schicke dich auf deine wohlverdiente Siegerehrung, ja, und dass Messi los kann. Herzlichen Glückwunsch an Wiener Barufolo, an Messi Hasler, Besitzer des Jürgen, Log und Ehefrau. Herzlichen Glückwunsch, Wiener.